Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VR mit dem Natura. Moin. Ja, einfach nur schwimmt auf der Stelle. Ah, das ist eigentlich ganz geile Tarnung hier, muss ich sagen. Ja. Ich finde es so komisch, dass er hier nicht Luft verliert, wenn er komplett unter Wasser ist. Aber ich glaube, sobald du schwimmst, verlierst du Stamina und dann ertrinkst du auch. Oh. Das machen wir hier, die Spinos. Alter, die perfekte Tarnung, ey. Da hast du vollkommen recht. Ja, auch wenn jetzt die Rücken rausgucken, aber ich glaube, das würde nicht mal weiter auffallen, wenn jetzt hier irgendeiner saufen kommt. Dass man sich dann... Oh, hallo, ich seh dich. Okay, aber geduckt kann er nicht riechen. Ey. Schade. So, ich riech mal unterm Wasser. Oh komm, zeigt euch. Also hier werden garantiert noch Leute rumpimmeln. Ja. Also die meisten bewegen sich bei Nacht nicht viel. Was sagen deine Punkte? Ach, die Punkte. Ja, gleich 0,9. Super. Also dauert noch. Ist ja ganz schön großes Gebiet hier, ne? Hm. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Und dann gibt es halt noch so ein riesengroßes Gebiet mit überschwemmten Wiesen. Da sollen auch mal viele Leute rumsitzen. Okay. Na, ich bin mal gespannt. Und das scheint hier so eine Art Sumpf zu sein, glaube ich. Und, theoretisch müsste in dieser Folge jetzt die Sonne wieder aufgehen, Leute. Hoffentlich. Naja, ich glaube langsam... Man kann auch schon wieder viel besser gucken, jetzt, wenn du so in die Ferne guckst. Achso, Nachtsicht könntest du eigentlich ausschalten, würde ich sagen, hier auf der freien Fläche. Sehr hell. Ja, ich lass trotzdem an. So, komm und zeigt euch. Ja, die Sonne müsste auf jeden Fall gleich aufgehen. Super. Nice. Er sitzt im Busch. Ja, ich fall nicht mehr drauf rein. Jetzt war es doch nicht. Ach, schade. So, hinter uns ist auf jeden Fall der Redwood. Okay. Genau, den sehe ich. Hier auf der freien Fläche sehe ich jetzt gerade nichts laufen. Welche Richtung gehen wir jetzt am dümmsten? Jetzt gehen wir da wieder zurück. Da müsste auch ein See sein nachher. Ich bin schon wieder bei der Hälfte mit dem Essen. Ach, shit. Meine Fresse. Also das könnte ruhig ein bisschen angepasst werden. Ich finde, das geht ein bisschen zu schnell. Hm. Weil so musst du ja permanent hier fressen. Oder wenn jetzt zumindest von der AI irgendwie ein bisschen mehr rumlaufen würde, aber tut es ja nicht. Ich glaube generell, Fleischfresser, ich glaube, die kommen länger ohne Nahrung aus, weil die auch nicht immer Jagdglück haben. Dann müssten sie das so anpassen, dass sie halt öfter mal was saufen müssen, aber nicht fressen. Hm. Oder allgemein, dass die halt nicht so einen hohen Verschleiß haben. Und die halt länger unterwegs sein müssen. Eieiei, hallo. Oh, bist du mutig? Oh, glitch jetzt nicht ab. Wie, das geht? Naja, klar, dann kannst du das Bein brechen. Oh Gott. Das weiß er gar nicht und ich renne auch noch hinterher. Nee, das kann aber der Weg ist gesichert. Ja, ja, ich gehe. Wenn du an mir vorbeifliegst, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich dich wenigstens fressen dann. Ach. Naja, verletzte Tiere werden ausgesondert. Und sobald du das Bein gebrochen hast, bist du das unnütz für die Herde. Unglaublich. So. Ja. Hm. Ich glaube voraus. Irgendwas funkelt da die ganze Zeit, ne? Siehst du das auch? Ach so, ja. Hast du jetzt was gefunden? Ein See? Nee, also bisher gar nicht. Ich schnüffe ein bisschen in die Richtung hier. Kann nicht wahr sein. Da ist AI? Irgendwo links muss AI sein. Hast du es gehört, ne? Ja.
Ich habe Angst, dass ich mir das Bein breche. Naja, ich habe Hunger, ne? Aber hast du ja gesehen, es hat auch funktioniert. Sobald wir Hunger haben, finden wir Beute, definitiv. Und das Glück werden wir jetzt auch gleich wieder haben. So, wo ist er denn jetzt? Komm und zeig dich. Hier musst du auf die kleinen Spuren achten, die leuchten auch von der AI. Okay, jetzt wird es, glaube ich, nochmal richtig dunkel und dann geht die Sonne auf. Ja, verdammt. Wollen wir in den Wald rein oder wo möchtest du hin? Ich überlege gerade. Wo gehen wir jetzt am besten hin? Ich versuche die nochmal zu lokalisieren irgendwie, dass ich die nochmal höre. Ich glaube, das kam irgendwo von hier, von links. Ich sehe hier gerade gar nichts. Also das ist gerade echt krass. Na, meinen Namen siehst du ja noch, ne? Ja. Ich versuche jetzt einfach mal den Geräuschen zu folgen. Aber es ist gerade wirklich tierisch dunkel. Und dann achte ich auf die kleinen leuchtenden Spuren, wenn ich hier welche finde. Hoffentlich, hoffentlich. Weil jetzt geht meine Nahrung auch langsam auf Viertel runter. Ach, verdammt. Ich lauf mal hier hoch. Ja, ich sehe dich, okay. Das Problem ist wirklich immer, sich zu orientieren, Leute, wenn das so dunkel ist. Deshalb kann das auch mal passieren, dass wir im Kreis rennen, aber man hat hier überhaupt keine Anhaltspunkte, gar nichts. Nee, gar nichts, also. Da, ich habe AI gehört, okay. Irgendwo bei mir. Bei mir ist nichts hier hinten. Ja, irgendwo hier links bei mir. Hier schreien die Viecher auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Sag mir bitte, du hast zwei. Ach, da bist du? Okay, du gehst schon mal richtig. Ja, ja, hier irgendwo, hier vorne. Sag mal 20 Meter um mich rum. Na los, komm. Komm. Gar nichts. Kann nicht wahr sein. Komm. Jetzt wieder rechts hoch. Irgendwo bei dir muss das sein. Du hörst es ja auch, dieses Bisher noch nicht. Also ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit weg. Oh, bloß kein Bein brechen. Ach, diese verfluchte Nahrung, genau. Ah, ich glaube, da war was. Ah. Hier ist wieder eine Wiese, hier irgendwo muss was sein. Komm. Verdammt. Ja, da. Jetzt schreien die auch nicht mehr. Das gibt's doch. Da hinten ist. Da hinten ist das Wasser wieder. Ach Mann. Ach, so weit bist du schon? Ja. Ach man, das wird... Wir finden gleich was. Ist alles geskriptet, Leute. Ist alles so abgesprochen. Jetzt kommen gleich unsere Darsteller, die kommen gleich ins Spiel. Hab denen gerade schon eine WhatsApp geschrieben, dass wir uns da und da treffen. Und, das läuft bis nach vorne. Jetzt muss ich mal kurz die Nachtsicht ausmachen. Also ich mach mal die Nachtsicht aus, dann seht ihr, was man... so sieht. Ja, Wasser. Ich sehe das Wasser nicht mal. Oder? Okay. Da, hallo. Links, irgendwo. Hast du ihn gehört? Ich komm. Hast du das jetzt? Ich habe vor 20 Sekunden geschrien, aber ich komme zu dir. Hast du geschrien? Ja, einmal richtig kräftig, aber das war... nicht eben, sondern wirklich schon vor einer halben Minute. Das habe ich nicht gehört, aber du hast das eben auch gehört, ne? Nein. Ich glaube, du bist ein bisschen weiter weg. Ich komme mal zu dir. Ich habe hier
hier auf jeden Fall eben ein Alu gehört. Nicht, dass das dein Schrei jetzt war, der okay, das verzögert ankam. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber dann richtig verzögert. Okay, ich bin neben dir. Hm. Welchen Schrei hast du gemacht? Diesen... Ganz normal Broadcast. Ach so, F. Nee, 1. Ach so, den habe ich eben gehört, aber der kann nicht so verzögert angekommen sein. Boah, das war... Dann war das echt verzögert, komisch. Aber richtig verzögert. Okay. Krass. Das ist ja krass. Ja, verdammt. Ich sehe nichts mehr. Ja, es ist mega dunkel. Selbst Nachtsicht, das ist... Mann, das ist viel zu wenig. Wir müssen jetzt wirklich hoffen, dass wir beim Wasser noch was finden. Definitiv. Da hast du ja auch AI gehabt. Ja, wir können uns ja ein bisschen aufteilen. Okay, genau. Shit. Bitte, etwas Großes, komm. Das ist mehr so dieser absolute Nervenkitzel im Survival. Dieses permanent überleben zu müssen hier. Aber gerade das macht das Spiel ja spannend. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt der Kampf, ne? Ich glaube, wenn wir hier ausgewachsen sind, dann verlieren wir nicht mehr so schnell an Nahrung. Okay, was war das gerade für ein Geräusch? Ich habe gerade getrunken. Ich weiß nicht, ob das mein Geräusch jetzt war. Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Was kam? Hier ist AI, rechts von mir. Okay, das ist meine. Ich habe noch ungefähr 10% Nahrung. Okay, da bin ich besser dran. Hier ist AI. Ja, da. Wo, ich hab dich doch gehört. Komm, krieg nochmal. Das kann nicht wahr sein. Es ist doch immer wieder beeindruckend, wo die Leute alle sind bei einem vollen Server. Ja. Und ich denke mal, die zwei, die wir getötet haben, die haben den Server verlassen. Das heißt, zwei weniger. Aber wie gesagt, Leute, es muss so sein. Absolut. Ja. Wo ist denn die blöde Ei? Die muss hier vorne sein. Ich hab sie gleich, Ich sehe nichts. Krass, ich finde gar nichts. Na los, komm. Ich finde nichts. Okay, es quiekt hier. Mann, wo bist du? Oh. Wo? Komm. Wie viel hast du ungefähr noch? Ich sag mal 20%. Okay. Also hau ruhig rein, wenn du ihn hast. Mann, schnüffel doch mal ein bisschen weiter hier. Au. AI? Ja, die höre ich auch. Höre ich auch die ganze Zeit, aber ich kann nicht sehen, wo. Jupp, ich hab was. AI? Ja. Willst du haben? Ja, ich komme mal zu dir. Ich finde meine nicht hier. Aber bei mir sieht es kritischer aus. Ja. Ich beschütze es mit meinem Leben. Ja, setz dich nochmal schön drauf, weißt? Mach ich. Die spezielle Würze dann. So, wo ist er? Da ist er. Und bist du auch weit weg? Ja, mal gucken. Okay. Ja, da kommst du, da bist du ja. Aber jetzt seht ihr mal quasi, wie lang die Nacht wirklich ist. Also der Tag ist viel zu kurz. So, hau rein. Warte mal, Alt-Turn ist glaube ich... Ne, geht. Okay, wo ist es? Ja. Ah, ich sehe es, warte. Genau unter mir, genau. Genau. Oh, sehr schön. Ich such mal weiter, hier ist wieder etwas. Oh Gott, das war ein Hubs, der gar nichts gebracht hat. Was? Oh,
Ich glaube, ich habe wieder was. Warte, mal gucken. Der AI-Killer! Nee. Verdammt, ich glaube, ich brauche eine Bolle. Dabei habe ich schon eine, aber nur nicht auf. Ach echt? Ach, Tricks und Brille? Ja, aber nur beim Autofahren. Ah, okay. Ja, meine Frau, so. Meine Frau auch. Aber ich bin noch verschont. Noch. Sei froh, sei froh. Ach naja, ich finde eigentlich so, gibt ja mittlerweile schon stylische Brillen. Ja, die auf jeden Fall. So, jetzt wird's hell. Jetzt wird's hell. Perfekt. Oh, wo kommen denn die kleinen Fußspuren her? Wo denn? Ach, hier liegt ein Torso. Echt? Warte mal. Was? Nee, das war auf jeden Fall nicht die Stelle, wo der Kleine von mir lag. Nee. Hier lag gerade ein Torso noch. Und kleine Fußspuren auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage. Das heißt, hier müsste theoretisch dann ein junger Dino rumspringen. Wo bist du, Fleisch? Nein, komm, bitte kein Regen. Bitte kein Regen. Okay, da hinten sehe ich meine Spuren. Hier ist nichts, hier ist nichts und ich verhungere. Okay, dann. Ich geh zum Wasser hin. Hier muss irgendwo was sein. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird's kritisch. Der hat mir überhaupt nichts gebracht, die AI. Gar nichts. Krass. Na toll. Also, als wenn es buggy gewesen ist. Ich habe nicht mal einen Punkt dazu gekriegt. Nichts. Also ich denke mal schon, dass es buggy war, denn als ich das andere kleine Ding gegessen habe, 20% hat es mir gebracht. Ja, es bringt im Regelfall auch ein bisschen Wasser, das war sehr komisch. Ach, toll. Es bleibt spannend, wie immer, jede Folge. Ja. Ach Mann. Aber dass hier auch keine anderen Spieler sind. Ich schrei wieder. Jetzt habe ich es gehört. Hast du das? Jetzt höre ich es, ja. Komisch. Das andere klang aber dichter und klarer. Aber vielleicht antwortet ja jemand. Vielleicht haben wir Glück. Hoffentlich. Essen? Mann, wir haben doch nur Hunger. Oh, ich nehme Schaden jetzt. Geht's los. Ach, scheiße. Die Map ist auch viel zu groß. Viel zu groß. Eigentlich müsste die Grenze hier bei 200 sein, glaube ich. Das wäre schon ganz geil. Ja, ich lauf mal kurz voraus. Ich hoffe, dass ich irgendetwas finde. Oh nein. Es darf keiner von uns sterben. Ja, nicht bis wir ausgewachsen sind, ne? 0,9 habe ich. Ach, das kommt auch noch dazu. Müsste schon fast fertig sein eigentlich. Ah, da fehlt noch einiges. Komm, bitte zeig dich. Gleich. Gleich, dass du stirbst, oder? Nee, haben wir falsch. Ach Mann. Ich will's hoffen. Krieg ich das Fleisch schon? Es läuft neben mir. Naja, ein Stück kannst du doch abgeben, ist doch nicht schlimm. Das würde ich machen, aber ich würde leider dann sterben. So ein Arm oder sowas. Oh Mann. Nee, mein Hinterteil. Okay. Das würde ich dir geben. Ekelhaft. Schön fettig. Oh. Das kann nicht wahr sein, ey. Wo sind denn diese kleinen Viecher? Noch geht's. Warst du das ja? Was war ich? Ah, ich glaube, du hast... Ich hab nicht.
Du hast höchstwahrscheinlich gerade Schaden abbekommen, richtig? Ach so, ja. Das hat sich angehört, als wärst du direkt hinter mir. Aber du warst viel weiter weg. Oh Mann. Richtig creepy. Ich gehe mal nochmal schnell zu dieser Lichtung gucken. Oh Mann. Ja. War schön, dich gekannt zu haben, Martin. Ich halt noch durch. Ich zieh durch. Ich habe immer Glück. Ja, das kriegen wir hin. Ach, jetzt krieg ich ein Nest im Wald. Okay, nein, nicht. Ich glaube, jetzt kommen wir die Nachtsicht. Ah, jetzt kann man es auch ausmachen. Sehr schön. Und ich höre AI hier rechts irgendwo im Wald. Oh Mann. Hoffentlich. Ich hab mit der AI quasi habe ich meinen Subrex auch gut durchgekriegt. Also wird es ja so ein Alu auch Sub machen. Ja, aber es sind hier echt selten welche. Das ist halt das Problem. Es sei denn, wir finden so einen Spawnpunkt. Ja, bei diesem einen See. Da ist definitiv ein Spawnpunkt. Was warst du gerade, ja? Ich habe geschrien mehrfach. Ich glaube 3 bis 4 Mal. Okay, ich habe nur einmal gehört. Super. Gut, und damit es spannend bleibt, würde ich auch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin und der Natura. Tschüss. Tschüssi.